Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play The Talos Principle. Und wir versuchen das jetzt mal anders. Ja, auf einem, ich sag mal, auf dem direkten Weg. Weil ich jetzt ja weiß, worauf es im Endeffekt ankommt. Ne? Ich muss es irgendwie schaffen, dass ich diesen Connector da rauskrieg aus diesem Innenraum, sage ich mal. Weil ich nämlich außerdem auch glaube, dass wir den da drin, weiß ich gar nicht, doch wir brauchen ihn auf jeden Fall, das haben wir ja festgestellt. Ich nehme ihn erstmal, weiß ich nicht, ich will erstmal gucken, ob es auch vielleicht ohne geht. Aber natürlich nicht. Kriegen wir den hier weg. Mal anders gefragt. Besteht eventuell die Möglichkeit, das war jetzt wieder doof. Das war total scheiße. Oder habe ich soweit noch nie gedacht eigentlich? Natürlich geht das nicht, ist ja klar. Alter, was eine Scheiße! Oh Mann! Jetzt habe ich mich selber.
dass ich den hier noch brauche. In einen Konnektor. Jetzt komme ich da noch nicht mal mehr rein. Weil ich jetzt alles weggenommen habe. Ich kann da nicht wieder von vorne anfangen. Also, aller guten Dinge sind drei. Es muss doch machbar sein. Irgendwas übersehen wir doch hier massiv. Das steht doch mal außer Frage. Fürchte dich nicht, wenn dir diese Prüfung unlösbar erscheint. Kehre zu einem anderen Zeitpunkt zurück und die Antwort wird sich dir offenbaren. Ist das so? Keine Chance, dass wir den so sehen. Das funktioniert nicht. Also den darf ich auf gar keinen Fall da wegnehmen. Dann passieren nämlich ungeile Dinge. So.
habe ich 2. Also. Würde es mir jetzt was bringen, wenn ich jetzt da hinten einen hinsetze? Dann kann ich mit einem darüber. Ja. Pass auf. Jetzt kommt ein potenziell interessanter Approach da dran. So. Wenn ich das als Ankerpunkt quasi nehme. Ganz toll, bin ich wieder genauso weit wie vorher. Stehst du wieder da, wo du vorher warst. Ich krieg hier... Jetzt kratzt mich das auch noch hier. Jetzt krieg ich den da nicht raus. Warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt hier was bauen. Dafür brauche ich den Lüfter hier. Weil... wir bauen jetzt folgendes. Das. Muss ich genau nachdenken. Das hält mir das da offen. So. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich würde gerne das, das und das da miteinander verknüpfen. So. Und dann brauche ich jetzt nur einmal zum Initialzünden den Kollegen hier. Den mache ich jetzt von innen so und so. So. Und jetzt kann ich so und so. Jetzt brauche ich nur noch irgendein... Objekt, ja, toll.
Da ist das Siegel, ne? Aber ich habe jetzt nichts mehr, was ich auf diese Platte da drauflegen kann. Ist das denn euer... Da ist der Lüfter ausgebaut. Wenn ich den nehme, komme ich nicht mehr rein. Und wenn ich den nehme, dann fällt mir das ganze Ding da zusammen. Und warum? Ich hatte doch noch einen Würfel, der liegt ja da drin. Aber ohne den komme ich da ja nicht mehr raus. Ah, Moment. Ha! Bitch, I got this. Ich lasse mich hier nicht so leicht unterkriegen. Auf den letzten Drücker. Es ist gekommen und es ist geschehen. Du hast alle Prüfungen, die ich dir aufgetragen habe, bestanden. Du hast Glauben und Weisheit und Beharrlichkeit gezeigt. Du bist nun würdig und ich sage dir, komme zu den Pforten der Ewigkeit und du wirst immerwährendes Leben erlangen. So, herrlich. Ich habe ein bisschen überzogen, das tut mir sehr leid. Aber ich wollte das jetzt unbedingt noch lösen. Es war immer so ein kleines Stück. So ein bisschen. Wir sind jetzt am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht. Es geht jetzt nämlich ins Finale. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dann. Tschüss.